Hi und willkommen nochmal zu der Aufgabe Stadtbahn Ost, Abi 2017 immer noch. Wir haben die Frage A beantwortet, die Frage B beantwortet. Jetzt kümmern wir uns um die Frage C. Wie gesagt, wir machen weiter mit der Frage C. 10 Sekunden nach dem Start endet der Jet im Punkt P10 mit den Koordinaten 1740, 315 und 300 seiner Geschwindigkeit und fliegt weniger steil mit der Richtung R9 gleich 90, 16,5, 4,5 weiter. Weisen Sie rechnerisch nach, dass der Jet das Rathaus überfliegt. Bestimmen Sie die Höhe, in der das Jet überflogen wird. Wenn es zur Aufgabe C kommt, ist die Gleichung der neuen Fluggerade G9 mit x gleich den Stützpunkt P10, das heißt hier 100, 1740, 350 und 300 plus s mal den Stundenvektor R9. Also das wäre hier 90, 16,5 und 4,5. Mit R, also mit S, pardon, ein Element von R. Das Flugzeug überfliegt das Rathaus, bedeutet, dass der Punkt auf der Flugbahn senkrecht über dem Rathaus liegen muss. Das heißt, x und y-Koordinate müssen mit den Koordinaten des Rathauses überstimmen und nur die Z-Komponenten unterscheiden sich. Also, das heißt, die x- und y-Koordinaten der neuen Flugbahn liefern folgende Gleichungen. Wir haben 1740 plus 90s ist gleich 8040, 350 plus 16,5. S gleich 1505. Nur die Z-Komponenten ändern sich, wie wir vorhin gesagt haben. Also, dann bekommen wir ein Gleichungssystem. Beim Rechnen bekommen wir hier S bei der Gleichungssystem hier. S ist gleich 70. Hier auch bekommen wir S gleich 70. Da beide Gleichungen denselben Wert für S liefern, wie wir hier sehen, 70 und 70, ist das Gleichungssystem erfüllt. Das heißt, das Flugzeug überfliegt das Rathaus. Jetzt werden wir die Höhe berechnen. Und wir wissen, dass die Höhe über dem Rathaus entspricht der Z-Komponente. Das heißt, Z ist gleich 300 plus 70 mal 4,5. Also das hier ergibt 615 Meter. Also das heißt, das Rathaus wird in einer Höhe von 615 Meter überflogen. Also Z ist hier 615 Meter überflogen. Wir können auch hier schreiben, das Rathaus wird in einer Höhe von 615 Meter überflogen.
Also, das ist hier das Resultat Z. Also geschafft. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.